Launch von der Remida, das kreative Recyclingzentrum. Der Name ist eine Erfindung aus der Ursprungsstadt Reggio Emilia und ist ein Wortspiel aus Midas, dem König im alten Griechenland, unter dessen Händen alles zu Gold wurde, und RE als Kürzel für Reggio Emilia, aber auch Recycling. Bei der Remida geht es darum, Abfallmaterialien aus Industrie, Handel, Handwerk, Gewerbe als kreative Ressource zu sehen. Also die Dinge, die in Firmen so abfallen und für den Container viel zu schön sind, zu sichern und für Kitas, Schulen, Kulturprojekte als Spiel-, Bau-, Gestaltungsmaterial wieder zur Verfügung zu stellen. Das Ganze hat natürlich mit Nachhaltigkeit zu tun, weil all diese Dinge dann A, nicht weggeworfen werden und auch nicht konventionell recycelt werden müssen, was ja auch noch ein erheblicher Aufwand ist, sondern sie werden kreativ, das heißt mit den eigenen Ideen recycelt, direkt recycelt zu ganz wunderbaren Dingen. Weitere Ziele sind dabei ästhetische Bildung, sich also mit allen Sinnen mit diesen Materialien auseinanderzusetzen, darüber etwas zu erfahren, was ist das, woraus besteht das, was kann ich damit machen, welche Eigenschaften hat das Material und so weiter. Und Kreativität, weil all diese Dinge keine mitgelieferte Bauspiel- oder Bastelanleitung haben, sondern jeder für sich eine Idee dazu entwickelt. Wir haben hier heute einen ganzen Eimer mitgebracht von diesen tollen Labello-Kappen. Die sind bei Beiersdorf vermutlich aus dem Sortiment geflogen. Da gab es eine ganze Palette davon. Und es ist einfach total tolles Spielzeug. Es gibt ein Konzept, gleiches Material in großer Menge, wo es quasi um Mathematik geht, um Muster geht, um Wiederholungen, um Spielereien mit Dingen, die einfach nur in der großen Masse Spaß bringen. Und das Spiel ist überhaupt nicht reduziert auf Kinder, sondern aufgrund der Tresenhöhe sind hier heute die Erwachsenen eingeladen zu spielen. Wenn Kinder kommen, müsste man vielleicht noch einen kleinen Hocker dazu bauen, wenn die hier oben rankommen wollen. Das haben wir beispielhaft mitgebracht. Die ganze Remida, wir sitzen in Ottensen, ist ein Laden voller Materialien von Plastik über Papier, Stoffe, Holz und so weiter. Die Palette der Firmen, die mitmachen, reicht vom kleinen Handwerksbetrieb bis zum DAX-Unternehmen, sprich Beiersdorf, und wir freuen uns über jede weitere Firma, die Lust hat mitzumachen und die auch ihren Abfall einer sinnvolleren Verwendung zuführen wollen, als dafür noch Entsorgungskosten zu bezahlen, vorausgesetzt das Zeug ist auch harmlos. Man kann die Remida unterstützen natürlich. Wir freuen uns über weitere Einrichtungen, die kommen. Wir wenden uns damit an Kitas, Schulen, Kulturprojekte, also gemeinnützige Einrichtungen im weitesten Sinne. Jeder, der Lust auf diese Dinge hat, ist herzlich willkommen, sich einfach umzusehen in der Remida. Und wir freuen uns auch, wenn Zeitspender Lust haben, sich hier zu engagieren. Und weitere Infos findet man auf unserer Webseite www.remida.de oder in Ottensen am Born 19, ziemlich nah am Zeisekiez.